Diese Nacht wird lang in Brandenburg. Versprochen. Auf dem Rhin ist Karneval, mitten im Sommer. Wir sind dabei. Tolle Farben, klasse Stimmung. Das Ruppinerland feiert. Es machen immer alle mit und die Kinder freuen sich über jede Kleinigkeit und es ist echt schön. Einmal durch Brandenburg. 100 außergewöhnliche, spannende und schöne Orte. Die Reise geht weiter. Die Schönheit der Landschaft, die Lebendigkeit kleiner Orte. Viele kleine und große Abenteuer haben wir erlebt und viel Gastfreundschaft. Hallo Opa! Also der Uckermärker ist ganz anders als die Menschen in der Prignitz oder wir in der Lausitz. Also es unterscheidet sich schon deutlich. Wenn du einmal ihr Herz erobert hast, dann hören die überhaupt nicht mehr auf zu reden und dann sind die immer für dich da. Einen Sommer lang waren wir unterwegs im Land. Das Wetter war meistens gut, die Begegnungen herzlich. Und lecker war es überall. Echt gute Pfannkuchen haben wir gefunden. Pfannkuchen geht immer, ja. Da wissen sie, wie es schmeckt. Ich habe auch schon Bestellungen für morgen, also ja. Also ich kenne keinen Brandenburger, der zu einem Pfannkuchen Berliner sagt. Das ist ja wie Hochverrat eigentlich. 100 Orte in Brandenburg haben wir für Sie ausgewählt, wo man genießen, sich erholen und gut leben kann. Unsere Jury hat abgestimmt. Platz 75. Wolletz in der Uckermark, nicht weit von Angermünde. Viel Ruhe, viel Natur, eine schöne Stille. Der Flachbau in der Mitte des Dorfes war früher der Konsum. Der Schriftzug am Haus erinnert an die Vergangenheit. Der Konsum im Dorf ist zu DDR-Zeiten wichtiger Anlaufpunkt für die Bevölkerung. Hier darf sogar das Auge mitkaufen. Lückenlos gefüllte Regale, übersichtlich, regelrecht fürsorglich angebotene Waren. Täglich von Öffnung bis Ladenschluss. Es ist ja noch heute so, dass die Leute in kleineren Orten, wenn sie einkaufen gehen, so der tägliche Bedarf, in den Konsum gehen. Die sagen einfach Konsum. Also für mich ist das Wort Konsum ganz was Normales, aber einige Menschen kennen das auch gar nicht und finden das dann ein bisschen merkwürdig. Ich kenne auch noch einen Konsum aus meiner Kindheit, weiß ich noch genau, wie der aussah und so weiter. Und manchmal sage ich es halt heute irgendwie so, einfach damit das Wort nicht stirbt. In vielen Dörfern verschwand der Konsum, in Wolletz nicht. Er ist heute Café und kleines Museum. Einwohner und Gäste haben Produkte vergangener Tage zusammengetragen. Wolltest du ja alles kaufen, wartet ja. Also wir sind dann, wenn wir mal spazieren gegangen sind, sind wir auch hierher gegangen und haben ja auch irgendwelche Kleinigkeiten gekauft. Ne? War ja auch ein Treffpunkt für die ganze Bevölkerung da, ne? Alt, jung und war schon schön. Dorf ist nur noch eine Schlafstätte. Ja, nicht mehr los auf dem Dorf. Und darum ist es schön, dass es so was gibt. Ne? Und wir uns hier immer treffen können. Man trifft sich, erfährt Neues, bekommt mit, was im Dorf passiert. Im Kaffeekonsum ist es wie früher im richtigen Konsum. Ich komme gerne her, wir haben immer Ferien hier verlebt. Nicht? Und die Enkel und die Urenkel auch schon. Ich finde es großartig hier. Dass der Kaffeekonsum hier gegründet wurde, ist eigentlich ein Segen für so ein kleines Dorf. Ja. Wir haben ja 120 Einwohner und es ist so ein kultureller Mittelpunkt. Und man lernt dann auch andere Leute kennen, sind ja viele Fahrradtouristen, die durchkommen, durch den Berlin-Usedom-Radweg. Manuela Scharlow ist die Konsumleiterin. Es ist Wochenende und ziemlich viel los im Konsum. Die Spezialität des Hauses sind frische Burger mit regionalen Zutaten. Besonders beliebt der Wildburger. Wildschwein kommt direkt hier aus den Wollitzer Wäldern aus der Umgebung. Unser Jäger, der schießt das dann und das wird dann mit dem Fleischer in Althüttendorf zubereitet. Sieht ziemlich lecker aus, der Burger. 40 Jahre war der Konsum von Wolletz Dorfmittelpunkt. Dann musste er schließen. Manuela Scharlow hat ein Ausflugslokal aus der Verkaufsstelle gemacht. Nur Lebensmittel? Das hätte nicht funktioniert. Ich glaube, das kann man als kleiner Konsum gar nicht mehr auf dem Dorf so leisten, weil das Angebot zu breit ist, was die Leute dann haben wollen. Die Einkommenden wegen Hygieneartikeln, andere wollen dann was zum Naschen oder in den Ferienwohnungen, die wollen ganz normales Essen für ihre Wohnung kaufen und das wäre, also den Raum, das wäre zu viel.
was man dann frisch auch da haben müsste. Und glaube ich, funktioniert so nicht mehr wirklich. Hier und da im Land gibt es noch den Konsum im Dorf. In Wollitz mit Museum. Platz 74, der Beetzsee. Internationale Regatta auf dem Beetzsee in Brandenburg. Die Bedingungen waren gut diesmal, denn der Wind blieb aus. Auch der Regen verschonte uns. Und alle, die zuschauten auf der großen Tribüne entlang dieses herrlichen Sees, kamen voll auf ihre Kosten. Neben den Startern aus der DDR qualifizierten sich für dieses Finale über 1000 Meter noch der Belgier Patrick de Oijk und Kalle Sundqvist aus Schweden. Wir werden von Fritze Bollmann empfangen, dem Maskottchen der Stadt Brandenburg. Der Beetzsee ist erste Adresse für Wassersportler im Land, Kanuten, Ruderer, Drachen- und Schlauchbootfahrer. Seit 1969 gibt es hier große internationale Wettkämpfe. Am Beetzsee ist sowieso toll, weil ich bin mit einigen Weltklasse-Kanuten befreundet. Wieskötter, Raue, Sebastian Brendel, Katrin Wagner-Augustin, die haben mir auf dem Beetzsee so manchen Kilometer abgerissen, um dann in der Welt zu zeigen, was sie haben. Also eine hochspannende Ecke. Im Sommer 2022 ist Betonkanu-Regatta auf dem Beetzsee. Klingt verrückt, sieht auch verrückt aus, ist aber für die angehenden Bauingenieure reizvoll. Die Studenten wollen herausfinden, was man mit dem Baustoff Beton alles machen kann. Zum Beispiel ein Kanu bauen. Okay, und das geht nicht unter? Das klingt aber nach einer sehr entschleunigten Regatta. Ist man schnell in einem Betonkanu? Im Betonboot? Und vor allem fragt man sich ja, wie halten die sich über Wasser? Betonkanus kann ich mir nicht vorstellen, ich weiß aber, dass Beton schwimmt, obwohl man es nicht glaubt. Viele Monate tüfteln und werkeln die Studenten an ihren Booten. Kann Beton wirklich schwimmen? Diese Frage hören sie immer wieder. Heute wollen sie es beweisen. Es hat mich einfach gereizt, den Werkstoff Beton, den man eigentlich nur von massiven Decken kennt oder Wänden, so filigran zu gestalten, dass man dann praktisch einen Kanu baut und mit dem dann wettbewerbsfähig ist. Im Studium, sage ich mal, ist man jetzt auch nicht Einzelkämpfer. Wir machen viel im Team, wir lernen zusammen und dann ist das auch eine schöne Abwechslung. Wenn man Beton so entsprechend formt oder so, ist ganz klar, Verdrängung, Archimedes, wir kennen die Sache, dann schwimmt es trotzdem. Ist spannend. Die Regattastrecke auf dem Beetzsee ist Ende der 60er Jahre ein Großvorhaben. Soldaten der NVA helfen, 6 Millionen Mark werden verbaut. Heute das Herzstück von Brandenburgs Wassersport. Wir fahren nach Polen durch! Platz 73. Wir werden schon erwartet in der Ostprignitz. Hallo, willkommen im japanischen Garten in Bartschendorf. Kommt rein. Gesine Jochems und ihr Mann haben sich in der Nähe von Neustadt-Dosse ein kleines japanisches Paradies geschaffen. Einmal im Monat ist der Schaugarten für Besucher geöffnet. Zeit für eine Führung. Das war einfach nur eine platte Wiese, also ja, nichts drauf, also wirklich nur so Beifußsteppe, haben viele schon mal gesagt dazu. Und wir haben erstmal mit dem Radlader erstmal das Gelände ummodelliert. Wir haben uns Pufferzonen, also kleine Anschüttungen an den Rändern gemacht, dass der Wind ein bisschen ausgebremst wird. Wir haben natürlich, weil im japanischen Garten man ja Landschaften darstellt, auch dieses ganze Gelände erstmal modelliert, also Hügel angelegt und dadurch verschiedene Gartenbereiche erstmal geschaffen. Schlichte Gestaltung und klare Komposition. Die Jochems verwirklichen sich ihren Traum vom japanischen Garten. Ein Teich mit Koi-Karpfen gehört dazu. 7000 Quadratmeter ist der Garten groß. Zu tun gibt es ständig etwas. Gesine Jochems liebt schöne Formen und Ästhetik. Der Mispel verpasst sie gerade einen Pflege- und Formschnitt. Den möchten wir so ein bisschen wie so einen Schirm gestalten. Dass man auch immer drunter weggucken kann, dass er ein bisschen luftig ist. Man sieht ja, sonst wird es ein Riesengerät, wenn man den unkontrolliert wachsen lassen würde. Ich habe die Wirkung schon mal erleben dürfen, ja. Und das macht tatsächlich viel mit einem. Ich bin ja auch ein bisschen Ordnungsfanatiker. Und das haben die japanischen Gärten auch gut hinbekommen. Also, dass alles nichts zufällig ist. Das finde ich immer so spannend. In Zickzackform führt diese kleine Holzbrücke durch den Garten. Böse Geister, so glaubt man in Japan, überqueren diese Brücken nicht und werden so ferngehalten.
Es gibt in Japan die sogenannten Zickzackbrücken, die durch einen Sumpf führen und eigentlich dann besonders spektakulär sind, irgendwie, wenn die japanische Sumpfiris blüht. Ne? Die hat ganz tolle Blüte und dann kann man die eben genießen, wenn man über die Zickzackbrücke geht. Ich habe ein paar japanische Gärten gesehen, auch in Asien und so. Das sind schon Orte, wenn die gut angelegt sind, wenn sie richtig angelegt sind, die, egal wo sie sich dann befinden, natürlich mich zur Einkehr verleiten. Also hier kommen wir jetzt in den Teegarten. Das ist extra gemacht für die Teegäste, damit die sozusagen von ihren Alltagssorgen oder Gedanken langsam herunterkommen und dann ganz im Hier und Jetzt ankommen, wenn sie an der Teezeremonie teilnehmen. Gesine Jochems zeigt uns noch das steinerne Wasserbecken. Hier können sich die Besucher symbolisch Mund und Hände reinigen. Fast alles im japanischen Garten hat eine tiefere Bedeutung. Man sollte ein bisschen Zeit für Bartschendorf mitbringen. 100 Mal Brandenburg. 100 außergewöhnliche und spannende Orte. Unsere Reise geht weiter. Platz 72. Herzberg an der Schwarzen Elster. Am Marktplatz duftet es nach frischem Brot. Wie bei Omi im Wohnzimmer soll es in dem kleinen Café am Platz sein. Wir schauen rein. Wir sind ja weiter in die Stadt gerückt, diesmal mit Geraldine. Vorher waren wir halt noch auf dem kleinen Standort, also man merkt schon den Unterschied, dass man die Markt näher hat. In der Backstube läuft die Maschine seit Stunden. Christian Graf ist begeisterter Bäcker. In jedem seiner Brote steckt Leidenschaft. Was die Herzberger am liebsten mögen, ist auf jeden Fall ein Roggen-Vollkornbrot. Und ich mag gerne die Sachen mit Gewürzen, also Schabziger Klee oder das Kümmelbrot. Das ist so eher so das, was ich so favorisiere. Leicht haben es Brandenburgs Bäcker nicht. Die Discounter sitzen ihnen mit ihren Billigangeboten im Nacken. Doch immer mehr Kunden wissen das Handwerk wieder zu schätzen. Gutes Brot ist in. Partnerin Geraldine ist für die Törtchen zuständig. Törtchen sind was für mich auf jeden Fall. Also so kleine Törtchen kann man ja auch immer mal essen so zwischendurch. Die sind ja auch nicht besonders groß. Das hört sich gut an. Das hört sich so an, als ob man davon gleich mal so 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 10 von essen könnte. Also so ein leckeres Erdbeertörtchen, da gibt es eigentlich nichts Schöneres. Jetzt wird Eis gemacht. Milch, Ei, Frucht. Das Geheimnis ist, ich arbeite halt mit Pürees, wo dann wirklich ganz reife Früchte verwendet werden. Und beim Erdbeersorbet gebe ich auch ein bisschen Himbeere rein, Zitrone, dass man halt die Erdbeere unterstützt. Für eine Geraldine ist ja auch schon so ein Name, der irgendwie so großen Genuss verspricht. Geraldine klingt schon so cremig. Stolz und mächtig ist die Pfarrkirche St. Marien in Herzberg. Altarraum und die mittelalterliche Gewölbemalerei sind besonders. Zu DDR-Zeiten prägen Wasserturm und Kraftfuttermischwerk die Stadt. Im Mach-Mit-Wettbewerb sind die Herzberger vorbildlich. Mitte der 80er ist das Fernsehen in der Stadt. Ich bin in Herzberg geboren und 1949, bin also so alt wie unsere Republik. Wir haben jetzt 4 Kinder und werden eigentlich durch Herzberg gut unterstützt. Alle Bürger haben sehr viel mit dazu beigetragen, dass unsere Stadt eben sehr schön geworden ist. Markttag in Herzberg. Schon ab 6 Uhr können die Käufer hier auswählen. Frisch aus den Kleingärten wird Obst und Gemüse, werden Kräuter und Blumen angeboten. Etwa 30 Obst- und Gemüsearten von 20 Kleinsterzeugern gingen diesmal über die Ladentische. Wir treffen Karin Jage. Die Stadtführerin zeigt uns ihren Lieblingsplatz in Herzberg. Der Jugendstilgarten ist ein kleines Idyll. Im Mai blüht der Rhododendron, im November die Zaubernuss. Der Garten ist im Jahr 1907 angelegt worden und da war Jugendstil nun mal der große, gute Stil. Man hat also die Pflanzen nach dem Zeitgeschmack angepflanzt, man hat die Wege danach angelegt und hat sich im Sinne des Jugendstils an den ornamentalen Vielfalten erfreut. Fabrikant Wilhelm Marx lässt den Garten um die Jahrhundertwende anlegen. Vorbild ist der Botanische Garten in Berlin. Der Platz am kleinen Pavillon, für viele der schönste. Ich bin hier am liebsten, weil man hier an einem wunderbaren Teich sitzen kann, der
mit Seerosen jetzt natürlich noch viel schöner ist. Hier kann man die Libellen beobachten und kann den Blick schweifen lassen über den Senkgarten, der sich an den Teich anschließt, und kann hier Ruhe finden. Führungen sind auf Anfrage möglich. Platz 71, das Tropical Islands am Rande des Spreewalds. Unter dieser gigantischen Kuppel scheint das ganze Jahr über die Sonne. 26 Grad, selbst im Winter. Die gigantische Größe, weil das ja einfach ein Riesenmonstrum von Halle ist, wo drin das ist. Und wenn halt die Tür aufgeht, du gehst da rein, dann hast du dann gleich diese tropische Feeling. Da musst du eigentlich sofort einen Schalter umnehmen und sagen, ja, jetzt ist Urlaub. Urlaub vor der Haustür. 50.000 Pflanzen, Büsche und Bäume. Der größte Indoor-Regenwald der Welt wächst hier heran. Zu tun ist immer. Wir schon arbeiten auf hohem Niveau. Der Chefgärtner legt heute selbst mit Hand an. 20 Jahre gibt es das Inselparadies mit Sandstrand, Südsee-Feeling und den vielen Palmen. Man kann nicht sagen, so, jetzt ist das fertig, jetzt müssen wir nur noch den Pflegezustand halten. Das ist ein Projekt, das niemals fertiggestellt sein wird, das ständige Pflege und Erweiterung und Anpassung bedarf. Arbeit in den Tropen ist eine schweißtreibende Angelegenheit. Ja, absolut. 1 Million Besucher kommen jedes Jahr in das Ferienparadies zwischen Spreewald und Berlin. Auszeit um die Ecke. Wie so ein Tag Urlaub am Strand heute. Nachdem unser Urlaub ja storniert wurde im April Ägypten, wenigstens ein bisschen Strand, ein bisschen Wasser. Ich habe es nur von außen gesehen, ich habe überhaupt nichts dagegen. Irgendeine Nachnutzung muss her. Von dieser Traglufthalle oder von dieser Halle für die Luftschiffe, für die es mal konzipiert war. Ich kenne noch ein paar, die haben da Aktien gekauft davon. Frachtluftschiffe made in Brandenburg. Das Land hat große Träume. Sogar der Kanzler kommt zu Besuch. Nach oben gucken musste Kanzler Schröder heute des Öfteren. Es war der Tag der Riesen, der Bauriesen, der XXL-Tag. Im Herbst soll die Megahalle fertig sein und dann, in ein paar Jahren, sollen die ersten Luftschiffe abheben. Es kommt anders. Die Geschichte ist bekannt. Statt Riesenluftschiffe gibt's Riesenpalmen. Das ist ja auch total der Touristenmagnet. Ne? Ich meine, sie kommen ja aus allen möglichen Ländern, um dieses Tropical Island sich anzuschauen und da halt irgendwie Zeit und ja, Tage, Wochen, Monate zu verbringen. Und das ist ja so ein bisschen so wie so eine eigene Welt. Wenn ihr so laut seid, dann verstehen euch ja die ganzen anderen Gäste nicht. Na? In den Sommerferien, wenn dann wirklich kontinuierlich, sage ich mal, die ganzen Ferien hintereinander weg sind, wo du dann wirklich auch jeden Tag so seit deine 5.000 bis 6.000 Mann drin hast, dann findest du dann schon irgendwann mal so die Zeit, wo du sagst, oh nee, ja, das ist alles so stressig, ich habe keine Lust mehr und so. Aber dann kommen auch wieder andere Zeiten, daran muss man einfach nur denken, dass es ein bisschen ruhiger wird. Und das ist die Zeit, wo wir wieder ein bisschen entspannen können. 100 Mal Brandenburg, 100 tolle Orte. Platz 70. Im Ruppiner Land ist Karneval, mitten im Sommer. Hunderte Boote, tolle Farben, klasse Stimmung. So schön kann Brandenburg feiern. Das ist im Prinzip wie Karneval in Köln, nur auf dem Wasser. Und aber ansonsten genauso verrückt. Und das Schöne ist, da haben ja ganz viele ihre Gärten, ihre Wochenendhäuser links und rechts des Riens. Und wenn du da jemanden kennst, der so einen Garten hat und kannst dich da bei dem einladen und setzt dich da abends hin und dann lässt du dir alle so schön an dir vorbeifahren. Das halbe Ruppiner Land ist heute auf den Beinen. Das wird ein langer Tag. Wir sind schon am frühen Nachmittag in Alt-Ruppin. Die Ufer werden geschmückt. Ist ja schon relativ lang geworden, der Schriftzug. Ja, vielleicht noch ein Stück weiter zurück. Und meinst du, wenn wir das so schräg hier ranbringen, wird das nicht gut? Zum 100. Mal feiert Alt-Ruppin Sommerkarneval. Ursprünglich waren die Rienanlieger darauf bedacht, die Berliner, die zahlungskräftigen Leute nach Alt-Ruppin zu kriegen. Und haben sich überlegt, sie werden mal hier abends Leute einladen, ihre Zimmer vermieten, kleine Strohbötchen und Holzbötchen in den Rien legen, mit Kerzen drauf, und haben die einfach flussabwärts fließen lassen. So ist das entstanden und es ist so gewachsen, dass eben die Alt-Ruppiner selber daran Spaß hatten. Die Besucher natürlich weiterhin aus Berlin und aus dem Umland kommen hierher
und feiern jetzt hier die Korsofahrt in einer Form, wo alle Ufer im Prinzip geschmückt sind mit den Mottos. Sehr, sehr viele Boote. Die Aufregung ist heute ein bisschen größer als sonst. Schließlich ist Jubiläum. Hier sehen wir zum Beispiel Ufer Nummer 150. Die Jury macht sich ein erstes Bild. Die schönsten Ufer und schönsten Boote werden bewertet und prämiert. Das sieht ja toll aus hier. Es wird niemand animiert. Mach mal dieses Motiv oder du musst mal ein Boot machen. Das ist alles der eigenständige Wille. Jeder brennt an den Ufern darauf. Wir machen ein Motiv oder wir gestalten ein Boot. Sie werden vielleicht auch sehen, es sind ganz tolle Gefährte auf dem Wasser unterwegs. Was da manchmal zusammengeschraubt wird, Hauptsache es schwimmt. Es ist bunt, ist und man hat gute Laune und das passiert im Riemen. Das ist fantastisch. Über 100 geschmückte Boote sind jetzt auf dem Ruppiner See unterwegs. Gleich geht's in den Rhin hinein. Ein toller, farbenfroher Korso. Alt-Ruppin feiert. Ich finde das cool, wenn Leute einen Grund finden zum Feiern und dann auch noch auf dem Wasser. Also das kannte ich gar nicht, das finde ich ja richtig gut. Da haben wir Rio auch eins voraus, weil wir es auf dem Wasser feiern können. Ne? Alle Boote geschmückt, die Leute ganz verrückt und alle glücklich, happy und es hat ein ganz besonderes Flair. Das Ruppiner Land lockt im Sommer mit vielen Highlights. Opernfestival in Rheinsberg, Theatersommer in Netzeband, Bootskorso auf dem Rhin. Mit Sicherheit haben wir noch einiges vergessen. Die Jury hat jetzt die Qual der Wahl. Welches Ufer ist das schönste? Welches Boot? Gar nicht einfach heute. Bisher sehr beeindruckend, was am Ufer auf die Beine gestellt wurde. Ist wirklich und im Vergleich zum letzten Jahr viel mehr, würde ich sagen. Aber dafür eventuell die Aufbauten nicht ganz so riesig. Ich habe mir ein System überlegt und mache sehr viel Kreuze, aber wir müssen auch wirklich dranbleiben. Wer heute wohl gewinnen wird? Aber vielleicht ist das nicht die wichtigste Frage an diesem Abend. Hauptsache, ein Riesenspaß. Es ist immer schön. Es ist egal, welches, ob es 100 ist oder 89, es ist immer schön. Und das machen alle mit. 100 Mal Brandenburg. Einen Sommer lang waren wir im Land unterwegs und haben spannende und außergewöhnliche Orte besucht. So bunt und glitzernd wie hier in Alt-Ruppin war es nirgends. Platz 69. Wir sind in der Lausitz. Der Solarpark Frauendorf ist ein Vorzeigeprojekt. Deutschlands erster Solarpark, der als Biotop angelegt wird. Eine spannende Sache. Die Solarmodule stehen inmitten einer Blumenwiese. Höher als üblich und mit viel Platz zwischen den Reihen. Die Energieleistung stimmt trotzdem. Wir haben jetzt eine Leistung gerade von 9,1 Megawatt und haben heute schon produziert 22,6 Megawattstunden. Eine gute Energieausbeute. Klima und Artenschutz werden hier in Frauendorf zusammengedacht. Zwischen den Modulen grünt und blüht es. Es ist so eine Gewinnsituation für alle Seiten und das macht die einige Leute schon wieder misstrauisch, dass alle gewinnen. Der Investor, der Versorger hat was davon, der Eigentümer hat was davon, die Gemeinden, wo die Parks drin stehen, hat was davon, die Natur hat was davon, das Klima hat was davon. Mir fällt jetzt niemand ein, wer nichts davon hat. Viele Jahre wurde auf dieser Fläche Mais für eine Biogasanlage angebaut, sehr pestizidintensiv. Heute ist die Fläche Refugium für seltene Pflanzen und Tierarten. Das sollte eigentlich eine normale Form der Landwirtschaft werden. Weil Energie wird, kennt der Bauer, schon aus den Biogasanlagen. Und hier könnte er Energiewirt mit 50-fach mehr Leistung werden pro Hektar, ohne dass er düngen muss, säen muss. Die Erträge von einem Solarpark liegen um den Faktor 10 höher als die Erträge, wenn ich hier Weizen anbauen würde. Das kann man schon so salopp sagen. Immer mehr schwinden Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Hier in der Lausitz ist auf einem 20 Hektar großen Gelände ein neuer Lebensraum entstanden. Beim Solarpark Frauendorf haben wir also die Mischung geplant, die dort angesiedelt wurden, uns Gedanken gemacht. Und da sind ja sehr, sehr viele seltene Arten auch eingebracht worden, um zu sehen, kann man das kombinieren.
Platz ist reichlich. Gräser, Kräuter und Blumen werden zwischen den Modulen gesät, Dutzende Pflanzenarten angesiedelt. Biologen und Ingenieure arbeiten im Solarpark Frauendorf zusammen. Gemeinsam entsteht das Konzept. Seltene Pflanzen- und Tierarten und Solarenergie passen in Frauendorf gut zusammen. Ein Zukunftsmodell? Und wenn wir uns vorstellen, wie viele Solarparks in der nächsten Zeit entstehen werden, könnte mit vielen Solarparken, die so, sage ich mal, gestaltet werden, dass dort die seltenen Arten auch ihren Lebensraum finden, dann haben wir einen richtigen Biotopverbund. An Schautafeln können sich Besucher über das Projekt informieren. Ist das die Landwirtschaft von morgen? Einmal durch Brandenburg, Platz 68. Wir sind an der Müggelspree, im Dreieck Erkner, Fürstenwalde, Storkow. Die alte Spree, wie manche die Müggelspree nennen, ist ein ruhiger Fluss. Aufregung kennt er in der Regel nicht. In Schleifen schlängelt sich die Müggelspree durch die Landschaft. Faszinierend. Tolle Sache, Müggelspree runter. 10, 12 Meter breit der Fluss, klarstes Wasser. Ja, also unser Trinkwasser, zumindest das Trinkwasser der Berliner, kann man da sehen, mit Wasserpflanzen am Grund und Fischen ohne Ende und Hechte gibt's da. Und der Eisvogel piepst drum, wenn man runterfährt, ist einfach nur schön. Für Naturliebhaber ist die Müggelspree ein Paradies. An manchen Tagen kann man dem Rotmilan hinterher schauen. Wir haben einen Tipp bekommen. Bei Holly in Hartmannsdorf soll es echt guten Blechkuchen geben. Die einzigen mit diesem Tipp sind wir nicht. So, ich nehme einmal Käse. Dann lass es dir mal recht gut schmecken. Vielen Dank. An schönen Tagen findet man in dem kleinen Café von Doris Hollnagel keinen Platz. Ihre Kuchen haben sich herumgesprochen. 6 Tage in der Woche steht Holly in der Küche und backt. Nur Blechkuchen, keine Torten. Bei Torten und so weiter werden immer krumm und schief. Und bei Kuchen, das kann ich alles ertasten und kriege das mit meiner Blindheit noch gut wunderbar hin. Nach ihrer Erblindung kann sie nicht mehr in ihrem alten Job arbeiten. Was Neues musste kommen. Vor 14 Jahren hatte ich die Idee, Kaffee und Kuchen hier zu verkaufen. Dann sagte der Bürgermeister, ist eine Bereicherung mit Dorf, mache du. Du hast ja Zeit und du kannst ja auch machen jeden Tag. Und dann habe ich das gemacht, mit einem Kuchen angefangen. Heute backt Doris Hollnagel manchmal 14 Bleche am Tag. Viele Gäste sagen, Holly zaubert die besten Blechkuchen ever. Also die behaupten, die haben den besten Blechkuchen, okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Oma aus unserer Ecke genauso guten Blechkuchen vielleicht sogar macht. Das kann ja jeder behaupten. Da müsste ich jetzt erstmal hinfahren und kosten. Schöner Hefeteig und knusprige Streusel. Das finde ich, das ist mir wichtig, ja. Aber mein Favorit ist wirklich so der richtig alte, traditionelle Hefekuchen. Richtig schön mit Hefe und Pflaumen. Also das ist eigentlich mit meinem Lieblingskuchen auch. Ja, super. Bitte schön. Danke. Lass es dir gut schmecken. Solange ich kann, möchte ich backen. Was soll ich denn sonst tun? Ich kann kein Fernsehen gucken oder lesen, ja, und machen. Was soll ich tun? Ich möchte gerne Kuchen backen und dann ruhe ich mich aus, wenn ich nicht mehr kann. Wir haben auch probiert. Echt gut. Super toll und sau lecker. Ich bin zum ersten Mal tatsächlich hier, aber ein Freund hat es mir empfohlen und kann sagen, tolle Location. Ich glaube, wenn man einmal hier ist, kommt man immer gerne wieder. Der Probierteller mit den vielen kleinen Stücken ist der Renner. Von jeder Kuchensorte ist eins drauf. Platz 67. Wir lauschen einen Moment dem Orgelspiel von Sieversdorf. Die Orgel ist eine besondere, eine Sauerorgel. Gerade wird sie gestimmt. Klingt sie schon gut? Das ist sehr beeindruckend. Aber es klingt auch immer gleich so ein bisschen sakral. Ne? Man geht immer gleich ein bisschen aufrechter und denkt, begnadige mich. Ich kann auch auf jeden Fall nachvollziehen, warum die Kirche das auch als ihr Instrument ausgewählt hat. So, weil das hat schon wirklich was sehr Erhebendes und irgendwie auch Göttliches. So diese beeindruckende Klangwelt. Orgelbauer Christian Schäffler ist zufrieden. Jeder Ton macht das, was er soll. Wir lieben sie hier, die kleine Sauerorgel. Also das ist die kleinere Schwester mit 6 Registern, ist ja wirklich nicht sehr groß.
Aber sie hat alles, was eine Orgel braucht. Sie hat zarte Töne, sie hat Farben, sie hat Kraft, sie hat auch Eleganz und erreicht die Leute. Die füllt die Kirche total aus mit ihren 6 Stimmen. Ne? Also es ist wie so, ich sag ja, kleines Salonorchester. Ne? Schäfflers Werkstatt ist nur ein paar Meter die Straße runter. Sieversdorf ist nicht groß. Sohn Konrad führt jetzt die Geschäfte. In der romantischen Orgelbauzeit hat man probiert, möglichst viel Orchester in die Orgel zu bekommen. Und so ist es fast für den Laien verwunderlich. Es gibt nicht nur die Flöten, die sich ja ganz einfach nachbauen lassen, sondern man hat auch probiert, Streicherklänge in die Orgel zu bringen. Mit Orgeln im romantischen Stil macht sich Orgelbaumeister Wilhelm Sauer aus Frankfurt-Oder einen Namen. Seine Orgeln sind bis heute im Berliner Dom und im Breslauer Dom zu hören. Schäfflers haben sich dem Sauerschen Erbe verschrieben und restaurieren alte Sauerorgeln. In der Werkstatt ist gut zu tun. Das Handwerk ist selten. Unsere Firma hat viele Instrumente restauriert und unter anderem steht eins in der Thomaskirche in Leipzig. Das ist eine große Sauerorgel, die wir restauriert haben. Es steht in Trondheim eine Sauerorgel, die hier schon zu Gast war, in Hermannstadt, in der Stadtkirche. Und 2008 haben wir sogar einen Neubau auf Island gebaut. Der Neubau einer Orgel ist selten und etwas sehr Besonderes. Alltag ist die Restaurierung. Bei 20.000, 25.000 Pfeifen oder so, die großen Orgeln haben, es kommt auf den Millimeter an und auf den Zehntel Millimeter des Materials, wie diese Pfeife klingt. Und es gibt Tatsache Orgelbauer, die hören das. Und habe ich einen riesengroßen Respekt davor. In der Gertraudenkirche von Frankfurt-Oder stimmen und warten Schäfflers die große Sauerorgel. Eine Herzensangelegenheit von Senior und Junior. Frankfurt ist schließlich die Heimatstadt von Wilhelm Sauer. Wie immer sind Feingefühl und Gespür gefragt. Es ist ja irre, Wahnsinn. Da muss dann auch absolute Ruhe sein und die konzentrieren sich auch und machen einen Müh an Unterschied sofort aus und werden dann schnell sauer, wenn es nicht gleich klappt. Aber wenn es dann alles stimmt und wenn das einer spielen kann, dann Hut ab, ja. Die Orgel ist das Herzstück einer jeden Kirche und die Königin unter den Instrumenten. Hören wir ihr noch ein wenig zu. Einhundertmal Brandenburg. 100 schöne, spannende und außergewöhnliche Orte. Wir reisen weiter nach Bad Liebenwerda. Platz 66. Wasser hat die Stadt berühmt gemacht. Mitte der 50er Jahre öffnet das VEB Getränkekombinat. Bier, Limonade, Selters. Den Namen Bad Liebenwerda kennt man in der Republik. Heute ist die Stadt Kurstadt. Wir sind am Stadtrand. Die Leonhards schauen, ob im Weinberg alles in Ordnung ist. Hallo Opa. Hallo. Halt mal. Na. Sieht ja gut aus. Na ja, bisschen gewachsen. Ja. Zwei Weinberge bewirtschaftet die Familie. Anfang, Mitte September ist Erntezeit. Jungwinzer Rico Leonhard ist zuversichtlich. Das Weinbaugebiet ist jung und es gibt keine Tradition in dem Sinne, wo man sagen kann, oh, der wächst hier nicht oder das geht überhaupt nicht. Und wir wissen gar nicht, was hier wächst, welcher Wein hier wächst und welcher nicht. Deswegen kann man ganz bedenkenlos, finde ich zumindest, einfach mal probieren. Und der weiße Traminer, gelber Kleinberger, also wunderschöne Namen. So vom Klang her müssen die einfach schmecken. Ja, Brandenburg kann auch Wein. Bad Liebenwerda und Wein ist mir, wusste ich noch nicht. Ich könnte jetzt natürlich mit dem Spruch kommen, oh, da wird wohl aus Wasser Wein gemacht. Ich finde es schön. Damit holen die auch so ein bisschen deutsche Vita-Gefühl nach Brandenburg. Wir sind ja eh ein total vielseitiges Land. Und das ist ja auch super für den Tourismus. Dann Weintrinker gibt es überall und die kommen dann natürlich auch zu uns und kosten mal unseren Wein. Und der kann sich ja auch wirklich sehen lassen. Begonnen hat eigentlich alles mit dem Opa und mit der Oma damals noch. Da haben wir Hagebuttenwein gemacht, weil der Enkel das mal probieren wollte. Und irgendwann dachte ich dann eben, ja, das muss auch anders gehen mit richtigem Wein. Und wurde zu Hause gerade am Zaun eine Fläche frei und da haben wir mit dem Vater 10 Reben gekauft und das war das Beste, was man machen konnte irgendwie. Das ist, ja, Berufung. Ein Traum geht für ihn in Erfüllung.
So doof der Klimawandel ist, aber die mehr Sonne und Wärme und wir wird wahrscheinlich gar nicht lange dauern. Dann können wir bald Zitronen mit anbauen. Jetzt aber erstmal der Wein. Also absolut, würde ich unbedingt probieren. Zwei Weingüter und einen Weinbauverein gibt es in der Region um Bad Liebenwerda. Einmal im Jahr lädt die Stadt zum Weinfest auf den Marktplatz. Eine gute Gelegenheit, Brandenburgs Weine zu probieren. Prost! Platz 65. Wir sind in der Uckermark. Land der Stille, sagen viele. Da ist was dran. Sommer in Radekow. Es ist Rosenzeit. Überall blüht und duftet es hier in der Uckermark. Die Schaugärten der Rosenschule sind Hingucker. Vor 15 Jahren hat Andrea Genschurek sie angelegt. Die Gärtnerin konzentriert sich auf naturnahe Wildrosen. Keine synthetischen Dünger, keine Pflanzenschutzmittel. Nur frischer Pferdemist kommt an die Rosen. Ich finde das wichtig, weil viele Menschen wissen gar nicht, was auch in der Zierpflanze, das ist ja eine Zierpflanze, ist jetzt keine Nutzpflanze, wo es darum geht, was essen wir, was ist verboten fürs Essen, wissen gar nicht, was auf Zierpflanzen alles, also was da für ein Pflanzenschutz betrieben wird. Also wenn man das sieht, dann kann man das ja quasi schon riechen. Rosen, das ist ja so ein intensiver, guter Geruch. Und also man kann das ja auch irgendwie als allen möglichen Sachen damit irgendwie verarbeiten. Mit der Natur arbeiten, nicht gegen sie. Das ist die Philosophie von Andrea Genschurek. 6 Hektar, 18.000 Rosenstöcke. Die Tage sind oft lang. Die Blätter ihrer Rosen sind essbar. Also grundsätzlich kann man alle Rosenblätter essen, aber es sollte halt Bio-Qualität sein. Man muss wissen, dass die nicht gespritzt sind, also nicht aus dem Blumenladen, sondern aus dem eigenen Garten oder von der Bio-Rosenschule. Und dann spielt der Duft eine ganz entscheidende Rolle. So wie sie duften, so schmecken sie auch. Rosenblätter eignen sich für viele Gerichte. Zur Quiche, für Salate, für Süßspeisen. Wir zum Beispiel machen Eis davon. Ne? Also einen Sorbet kann man davon machen. Man kann auch Essig davon machen. Wunderbar. Sehr spannendes Thema. Elena von Gieck setzt in ihrer kleinen Manufaktur in Templin Rosenspitz an. Die Rosenblätter dafür hat sie aus der Rosenschule Radekow. Jetzt kommen sie in Apfelessig, dazu etwas Honig, Safran und Wacholder. Also ich finde faszinierend auch, wie die Farbe der Rosenblätter sich verändert. Aber auch diese Farbkombination, also total faszinierend, das Grün und Pink und Violett. Und wenn es sich dann dreht, es entsteht eine Magie. Der Spritz ist ideal für Cocktails und Salate. An neuen Ideen mangelt es nie. Jetzt gibt es Pralinen. In unserer Rosenmanufaktur machen wir die Füllung. Pflaumenmus, ganz fein mit Rose veredelt, mit ein paar Gewürzen. Und für die Füllung bringe ich es in die Schokoladenmanufaktur. Und da wird per Hand jede Praline dann auch wirklich gegossen und die Füllung, meine Füllung eingefüllt. Und so entsteht dieses Prachtwerk. Brandenburg erleben. Platz 64. Wir treffen im Naturpark Unteres Odertal Biobäuerin Anja Radetzky. Ihre Biofarm im Barnim gilt als Brandenburger Musterbetrieb. Anja Radetzky schaut jeden Tag nach ihren Tieren. Dass die Rinder auf Naturschutzwiesen grasen, ist ihr wichtig. Ich denke, Kühe wollen schon grasen und ihre Kälber aufziehen. Das ist ja normalerweise nicht so gegeben. Normalerweise wird den Futter vorgesetzt, gut angemischt mit möglichst viel Kraftfutter, viel Eiweiß, damit sie gute Leistung, gut schnell Leistung bringen, damit Bäuerinnen und Bauern irgendwie davon leben können. Die Kälber müssen weg, damit wir mehr Milch haben für uns. Und da wollte ich nicht mitmachen quasi. Unsere Rinder sind alle ganzjährig auf der Weide, ziehen ihre Kälber auf. Wir nehmen nur das, was übrig bleibt quasi. Und genau, dann versuche ich einfach Leute zu finden, denen das auch wichtig ist. Ich finde, Kühe sind die liebsten Lebewesen, die es überhaupt gibt. Das unterschätzt man manchmal, aber die lassen sich ja sogar streicheln. Wenn man möchte, kann man ihnen auch sogar Sitz und Platz beibringen, wie einem Hund. Also Kühe wirklich mal hingehen und mal die Hand ausstrecken und streicheln. Die meisten lassen es sich mit sich machen. Freundin Lisa kommt heute vorbei. Anja Radetzky zeigt ihr die neuen Kälber. Kuh und Kalb stehen noch gemeinsam auf der Weide und werden nicht getrennt. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus bei denen. Ruhige, zufriedene Kühe.
Und sind das jetzt die Ammen sozusagen? Genau, sie haben quasi alle versorgen ihr Kalb und noch ein oder zwei andere. Deswegen sind das mehr Kälber als Kühe. Und die Gescheckten sind quasi alle zugekauft. Die werden sonst in der konventionellen Mast, also im normalen Stall, ohne Mama. Und so ist natürlich ganz geil für die jetzt. Ne? Die haben den Jackpot gezogen. Die Kühe leben hier im unteren Odertal ein natürliches und stressfreies Leben. Die Milch hat beste Qualität. Anja Chadecki hat ihre Liebe zu Kühen in Kanada entdeckt. Nach dem Abitur reist sie um die Welt. Eine spannende Zeit. Ich habe in Kanada so eine Methode gelernt, wie man stressarm Rinder bewegt mit Körpersprache. Und ja, dadurch lernen die halt nicht panisch wegzulaufen, wenn ein Mensch kommt, sondern auf meine Signale zu reagieren. Und das Besondere ist halt, dass ich nicht hinterhergehe, sondern immer wieder so stoppe. Im Wiegehäuschen direkt am Stall in Stolzenhagen können die Produkte vom Hof gekauft werden. Fleisch, Wurst, sogar Sommerdinkel. Man weiß, was man isst. Bei mir auf dem Dorf, da weiß ich, wo das Fleisch herkommt. Da weiß ich, wo die Eier herkommen. Ich weiß, wie die Tiere leben. Ich gucke mir das alles an. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Ihre besondere Gabe, mit Rindern zu kommunizieren, hat sich in Brandenburg herumgesprochen. Die Kuhflüsterin nennen sie manche. Für Interessierte gibt es Führungen. Weidebesuch bei glücklichen Kühen. Ich finde die schon echt schön. Also die haben strahlen so eine Ruhe aus und Gelassenheit. Und ja, wir haben auch eine andere Herzschlagfrequenz, deswegen wirken sie auch so beruhigend auf uns Menschen. Und das genieße ich natürlich sehr und lade auch immer Leute ein, dass sie das auch mit genießen können hier auf der Weide. Ach, da kann man Kühe kuscheln? Oh, das ist schön, das ist mein Traum. Ihr neuestes Projekt heißt Auszeit mit Pferden. Raus aus dem Alltag, mit Tieren leben und von ihnen lernen. Gemeinsam mit Freundin Lisa hat sie es entwickelt. Wir bieten ja auch so Camps an und die sind immer sehr einfach gehalten, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass man so mit den Pferden und in der Natur einfach trotzdem so viel Erfüllung erfinden kann und dann merken kann, so hey, es braucht überhaupt nicht viel. Das stimmt. Manchmal braucht es gar nicht viel. Einen Sommer lang waren wir im Land unterwegs, haben den Charme stiller Orte erlebt und faszinierende Landschaften gesehen. Platz 63. An schönen Tagen wie heute lässt es sich um Übigau-Warenbrück gut wandern. Wir sind mit Naturwächterin Ina Tschiesche unterwegs. Hier im Süden des Landes soll es einen Felsen geben. Einen richtigen. Tatsächlich. Ist ein Flächennaturdenkmal und das schon seit 1915. Also schon ein sehr altes Flächennaturdenkmal. Das Besondere daran ist eigentlich, die Entstehung. Es ist eine Grauwacke. Eine Grauwacke? Der Rotsteiner Felsen ist eine Kiesel-Interhornsteinwacke. Das Gestein gibt es nur dreimal auf der Welt. Wieder eine Sache, auf die wir stolz sein können, hier bei uns. Natürlich kenne ich die Kiesel-Interhornsteinwacke. Nein, mein Scherz, noch nie gehört. Das ist vermutlich auch nur was für Nerds, oder? Die zu Hause so eine Sammlung haben mit Edel- und Heilsteinen. Bei dem Felsen fand ich interessant, dass der ja uralt ist, über 500 Millionen Jahre. Besucher kommen von weit her, um dieses Gestein zu sehen. Ein Urzeitgestein in Brandenburg. Wow! Meine Fantasie bringt mich da auch gleich in ganz andere Gefilde. Ja? Da sind wir in Amerika unterwegs und Grand Canyons und so. Und diesen Geist versprüht das auch. Einmal im Jahr ist am Rotsteiner Felsen in der Regel Western-Treffen. Dann bauen Freizeit-Cowboys hier ihr Lager auf. Tatsächlich zieht ein Hauch wilder Westen ein. Meter ist der Rotsteiner Felsen hoch. Für Geübte ein Kinderspiel. Der Blick in die Ferne ziemlich schön. 30 Kletterrouten gibt es hier. Der Freizeitsport ist nicht unumstritten. So viele Möglichkeiten hat man in Brandenburg nicht, am Naturgestein zu klettern. Ich kann es verstehen, aber ich finde es natürlich nur halb so gut. Ne? Denn gerade hier, wo die Kletterer hochmachen, wachsen auch unsere Flechten. Und durch das Klettern tun sie die Flechten halt abkratzen. Sie werden geschädigt. Flechten sind selten in Brandenburg. Viele Arten sind vom Aussterben bedroht.
Wir haben ja keine Feldstandorte sonst in Brandenburg. Und wenn man dann einen Felsen hat, sind das natürlich die einzigen Wuchsorte der entsprechenden Pflanzen, in dem Fall, oder Flechten, kann man sich ja noch streiten, ob es Pflanzen sind, die dann da natürlich ihre Vorkommen haben. Vom Bahnhof Übigau sind es gut 10 Kilometer hierher. Eine schöne Wanderung. Das ist einfach das Erlebnis, ne? Also mal das Gefühl zu haben, man ist in einem Hochgebirge und das mitten in Brandenburg. Mitten in Brandenburg. Ein Felsen. Haben wir wieder was gelernt. Platz 62. In Öna treffen wir Wolfgang Döring. Gleich nimmt er uns mit zu einem Rundflug über den Fläming. Klasse. Brandenburg von oben. Und Propeller ist frei, dann können wir den Motor anlassen. Den Traum vom Fliegen lebt Wolfgang Döring schon fast 60 Jahre. Jeden Sommer kommt er aus Aachen für 2 Wochen hierher, in den Fläming. Die Wetterbedingungen sind heute nicht optimal, doch das hält ihn nicht ab vom Fliegen. Also mit dem Fliegen ist es so, wenn man da einmal reingeschnuppert hat und einmal Gefallen dran gefunden hat, dann verliert man das auch nie mehr. Es ist ein Grad von Freiheit, den man sonst am Boden, bodengebunden einfach nicht hat. Also diese Perspektive von oben ist für uns Menschen ja immer auch noch also was total Magisches. Wenn wir können heutzutage, keine Ahnung, schon Drohnen in die Luft fliegen lassen und Bilder machen lassen, dann ist ja schon fast ein bisschen geübt für unser Auge, so für unser Sehverhalten. Aber wenn man dann da oben in der Luft ist und diese tatsächlich so diese Vogelperspektive hat, dann ist es total faszinierend, A, wie klein auf einmal sämtliche Kiefernwälder sind. Und dann ist es einfach magisch, da oben in der Luft zu sein. Karl Hackel hat den kleinen Sportflugplatz 1990 mitgegründet. Heute ist er 89 Jahre alt und fliegt nicht mehr selbst. Trotzdem ist er jeden Tag hier. Vor allem die Anfangsjahre waren nicht einfach. Öna war der erste private Flugplatz in Ostdeutschland. Den ersten Motor, glaube ich, mit meinem Lader abgeholt. Unterwegs ist mir dann Angst und Bange geworden. Der Lader hat ja keine Servolenkung. Und jeder LKW, der mich überholt hat, hat so viel Winddruck ausgeübt auf das Gefährt, dass ich also Mühe hatte, den Lader auf der Autobahn zu halten. Solche Sachen bleiben in Erinnerung. Ja. Die Leidenschaft fürs Fliegen und für Kleinflugzeuge verbindet die beiden. Karl Hackel hat bis vor wenigen Jahren in einer Werkstatt auf dem Platz gearbeitet. Dieses Ultraleichtflugzeug, Marke Eigenbau. Wie viele kleine Flugplätze im Land ist der Flugplatz Öna Familientreffpunkt. Es gibt Freizeitangebote, Rundflüge und gemütliche Nachmittage. Ich freue mich am meisten auf den Pool und dass es hier so viele Brombeersträucher gibt, wo wir dann pflücken gehen können. Auf die Spielplätze und meine Freunde, die hier manchmal da sind. Und ganz besonders auf Fliegen, weil mir das einfach Spaß macht. Beim abendlichen Lagerfeuer wird das Lieblingslied aller Piloten angestimmt. Über den Wolken. Na klar. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Wenn man sich's leisten kann, mal einen schönen großen Kreis um eine brandenburgische Region fliegen zu können, dann los, gar nicht warten. 100 Mal Brandenburg, 100 tolle Orte. Platz 61. Wir müssen früh raus. Es ist 5 Uhr am Morgen. In der Landbäckerei Röhrig in Blankensee brennt schon lange Licht. Die ersten Brote sind fertig. Jetzt kommen die Brötchen dran. Alles wird von Hand gemacht. Wir sind wegen der Pfannkuchen hier. Die sollen ganz besonders sein. Liegt das am Teig? Wir schauen Bäckermeisterin Antje Mieske einfach mal über die Schulter. Also hier habe ich jetzt Teig abwiegen lassen für 100 Stück, für 100 Pfannkuchen. Eier, Butter ist noch Butter, Weizenmehl, in der Mitte das Hefestück mit ein bisschen Wasser angesetzt. Und da warten wir jetzt, bis es sich entwickelt hat, so 20 Minuten, um
eine schöne Lockerung nachher erreichen zu können. Das Geheimnis ist einfach wirklich die lange Teigruhe, den vernünftigen Zutaten, also richtig mit Butter. Und dann haben wir einen schönen weichen Teig und dadurch ergeben sich dann schöne lockere Pfannkuchen. Hoffe ich. Wir werden es sehen nachher. Und wir werden es testen nachher. Die Rohlinge müssen lange ruhen. Am besten eine Stunde. Dann bekommen sie den letzten Schliff. Die muss man jetzt auch ein bisschen behandeln wie rohe Eier, weil die eben sehr luftig sind und schnell kaputt gehen. Muss mal gucken, wie heiß der Fettback ist. Wir backen bei 170 Grad. 25 Pfannkuchen passen ins Fettbad. Dreimal müssen sie gedreht werden. Sinken sie nicht zu tief ins Fett, ist alles in Ordnung. Der weiße Rand ist ein Qualitätszeichen. Das ist jetzt das zweite Mal drehen. Jetzt wird noch einmal gedreht und dann nehme ich sie raus. Gefüllt wird heute mit Pflaumenmus. An der Füllung scheiden sich regelmäßig die Geister. Marmelade, Pflaumenmus, was muss rein? Nur mit Pflaumenmus, nichts anderes. Keine Marmelade oder sonstige Späße und Kreationen, klassisch. Ein schöner Pfannkuchen mit Pflaumenmus. Für mich ist der perfekte Pfannkuchen mit Zuckerstreuseln und Pflaumenmus innen drin. Die Glasur ist okay, aber Marmelade innen drin geht nicht. Es muss Pflaumenmus sein. Mit Pflaumenmus auf jeden Fall. Mit Pflaumenmus und mit Puderzucker. Wie ist das eigentlich? Die Berliner sagen eher Pfannkuchen und andere, die sozusagen Pfannkuchen meinen, sagen Berliner, wenn sie nicht Berliner sind. Ne? Ja, also für mich sind es Pfannkuchen. Totale Verwirrung, weil ich sage auch zu Eierkuchen auch Pfannkuchen, aber bei mir hat sich das so, ich bin, keine Ahnung, DDR geprägtes Kind aufgewachsen, das waren bei uns immer Pfannkuchen. Da hat keiner Berliner gesagt. Also ich kenne keinen Brandenburger, der zu einem Pfannkuchen Berliner sagt. Das ist ja wie Hochverrat eigentlich. Also, dann gibt es ja noch das Ding in der Pfanne. Das ist ein Eierkuchen. Pfannkuchen oder Berliner? Egal, was bestellt wird, Antje Mieske weiß, was gemeint ist. Berliner ist verständlich. Können wir mitleben. Da haben Sie kein Problem. Nein. Hat ja auch ein Berliner erfunden, so sagt man zumindest. Deswegen heißen die ja Berliner. Ob das stimmt? Die Legende hält sich. Für viele Brandenburger gehört der Weg zur Dorfbäckerei zu einem Morgen dazu. Pfannkuchen müssen mit. Immer mit Guss. Ja. Und mein Mann liebt diese Pfannkuchen. Der wird sich freuen, wenn ich jetzt nach Hause komme. Ich esse einfach gerne mit Marmelade. Sonst, Pflaumenmus geht auch, aber wenn ich es aussuchen darf, dann nehme ich lieber Marmelade. Aber nur, weil es mein persönlicher Geschmack ist. Hauptsache Pfannkuchen. Antje Mieske hat das Handwerk von ihrem Vater, Bäckermeister Röhrig, gelernt. Mit Ehemann Jörg betreibt sie heute das Geschäft. Die Pfannkuchen? Sehr lecker. Einmal durch Brandenburg, Platz 60. Die buddhistische Klosterschule Gantentaschi Tschöling in Päwesin. Die Nonnen und Mönche, die hier leben, widmen sich ganz der Buddha-Lehre. Der Tag beginnt mit Zeremonien. Die Klosterschule gibt es seit 20 Jahren im Dorf. Anfangs eine Herausforderung. Naja, am Anfang wussten wir auch nicht, was auf uns dazukommt. Die hatten keine Haare auf dem Kopf, olle, rote, lange Kleider. Da dachte ich auch schon, ob ich mich nachts mal überhaupt auf die Straße getrauen kann. Also das Fremde hatte natürlich dann auch zur Folge, alles was fremd ist, ist erstmal suspekt. Und so waren wir wie Ausländer, obwohl wir Deutsche sind, hier in Deutschland, in diesem kleinen Dorf. Was uns zugute kam, dass wir auch fleißig sind und das zählt ja in Deutschland auch. Und so haben wir dann erst einmal unseren Park, der wirklich wie ein Urwald aussah. Da war auch ein alter Wartburg dann drin vergraben. Der war wirklich eingewachsen. Wir haben ihn erst gesehen, als wir davor standen, ja, weil wir mussten wie im Dschungel uns erstmal vorarbeiten. Das Haus hier war in einem sehr desolaten Zustand und wir haben sehr viel gearbeitet und es wurde bemerkt. Und auch unsere Freundlichkeit nach außen hin und jeden zu grüßen und mit jedem auch mal so ganz alltägliche Worte zu wechseln, hat davon weggeführt, dass wir Exoten sind oder dass wir Außerirdische sind, sondern man hat uns als Mensch wahrgenommen. Und irgendwann schaute man nicht mehr, wie sehen die aus, sondern man hat den Mensch dahinter erkannt. Es ist für mich schon wichtig, dass man sich eben auch andere Kulturen anguckt, dass man eben auch sagt, ja,
kommt mit euren Ideen und dann sehen wir, man kann alles irgendwie integrieren. Das sehe ich überhaupt als gar kein Problem. Finde ich top. 500 Einwohner hat Päwesin und 40 Nonnen und Mönche. Die kleine Bäckerei, die zum Kloster gehört, ist 7 Tage in der Woche geöffnet. Es gibt New York Cheesecake, Aprikosen-Sonnenscheintart und gedeckten Apfelkuchen. Die Bäckerei sichert dem Kloster Einnahmen und gibt den Nonnen und Mönchen Arbeit. Dann steht dir einfach so ein Mönch gegenüber und verpackt dir deinen Kuchen. Also echt verrückt, Brandenburg. Aber schön und ist auch eine schöne Idee. Die verdienen sich halt irgendwie was mit dazu und das ist ja auch immer extrem voll dann. Ich bedanke mich. Und einen schönen Tag für Sie. Wünsche ich auch. Wiedersehen. Bei der Auswahl, die man hier hat, zu jedem Zeitpunkt, macht immer wieder Spaß herzukommen. Also ich denke, was glücklich macht, ist andere glücklich zu machen. Und das ist natürlich mit dem Backen ganz einfach. Ja? Denn die meisten Menschen essen gerne Kuchen. Besucher sind im Kloster willkommen. Wer will, kann hier ein paar Stunden dem Stress des Alltags entfliehen. Wir leben in Brandenburg, hier kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Da ist halt ja die spannende Frage, was interessiert einen mehr? Der Buddhismus oder der Bäcker? Beides spannend. Ich behaupte ja von mir, ich habe eine gewisse Stufe des Buddhismus erreicht, weil bei verschiedenen Dingen passiert, dass ich mich frage, muss ich mich jetzt darüber aufregen oder ist es mir egal? Das hilft. Und beim Bäcker ist es natürlich spannend, auch gutes Handwerk mal wieder zu erleben und zu essen. 100 spannende, schöne und außergewöhnliche Orte in Brandenburg. Unsere Reise geht weiter. In die Lausitz. Platz 59. Wir sind auf kulinarischer Tour in Cottbus. Was an Cottbus schön ist, im Prinzip kann man Cottbus in wenigen Stunden durchlaufen. Man hat alles gesehen und man entdeckt trotzdem Neues. In der Altstadt duftet es nach frischem Baumkuchen. Wir können nicht widerstehen und schauen rein in die Manufaktur. Der Baumkuchen wird auf einer sich drehenden Walze gebacken. Baumkuchen ist einfach nur lecker. Ich glaube, das ist ganz anstrengend und schwierig, kompliziert herzustellen. Aber ja, umso leckerer ist er ja natürlich auch mit den ganz vielen unterschiedlichen Schichten. Denn die Schokolade darüber ganz, ganz lecker. Butter, Eier, Mehl, Zucker, Marzipan, Stärke und natürlich Gewürze. Die sind aber Betriebsgeheimnis. Das Handwerk hat Tradition. Wir haben mit unserem Cottbuser Baumkuchen, den Maria Koch vor 200 Jahren das erste Mal gebacken hatte. Und ihr Ursprungsbaumkuchen kommt, glaube ich, auch ein bisschen so vom Salzwedler Baumkuchen. Hat ihn dann aber halt für sich dann verfeinert und entsprechend dann vor 200 Jahren, also 1819, damals den ersten Baumkuchen gebacken. Heute bekommt der Baumkuchen eine neue, eine sommerlich frische Note. Die süßfruchtige Schicht aus Zuckerglasur und die Essblüten sollen ihn auch im Sommer interessant machen. Das ist gelungen. Sieht ziemlich gut aus. Überzogen mit Zuckerguss, Fondant und getrockneten Blüten. Der Sommerbaumkuchen, der geht wunderbar, der läuft. Ne? Oder so wie jetzt auch der Lieblingsbaum oder der Matcha, den verkaufen wir sehr, sehr gut. Cottbus kulinarisch. Von der Altstadt geht es in den Branitzer Park. Ein schöner Spaziergang, gut eine Stunde. Der Vorteil? Wir haben schon wieder Hunger. Das Kavalierhaus neben dem Schloss ist eine gute Adresse. Fürst Pückler hätte seine Freude an dem Restaurant gehabt. Er war ein Gourmet. Über 3000 Menüs für Mittagessen und Diners am Abend sind aus seinen Tafelbüchern überliefert. Leon Kaun bereitet gerade Hefeplinsen zu. Eine einfache Spezialität, die hier sehr beliebt ist. Plinsen, Eierplinsen, Hefeplinsen. Sehr, sehr lecker. Und da ich wirklich auch so eine Naschkatze bin mit Apfelmus oder mit Zimt und Zucker oder mit Vanillesoße, sehr lecker. Also wir haben unsere Hefeplinze, die werden nicht klassisch in der Pfanne gebacken, wir machen die im Ofen. Und zwar wird der Teig aufgegangen mit Hefe, es kommt ein bisschen Ei dazu und dann wird der langsam gebacken, dass der auch eine schöne Fluffigkeit erhält und dass die Hefe auch wirklich zu spüren ist im Teig am Ende des Tages. Hefeplinsen gehen immer. Ob als Hauptmahlzeit oder als schönes Dessert.
Guten Appetit. Zurück in der Altstadt. Wir sind ein bisschen früh dran für einen Cocktail. Doch lassen wir uns überraschen. Die Bar an der Stadtmauer ist bekannt für die größte Gin-Auswahl der Stadt und für die Eigenkreationen des Barpersonals. Der Renner ist der Erdbeer-Gin-Tonic. Was kriegen wir gemixt? Wir haben uns so einen Spreewälder-Cocktail ausgedacht. Und wir haben so einen sehr, sehr bekannten regionalen Likör da. Und dann unseren eingelegten Spreewälder-Gurken-Gin. Und dann kommt ein bisschen Zucker dazu, ein bisschen Limettensaft. Und dann Minze, noch ein Shaker mit Gurke. Früher gab es einen Tonic, einen Gin, alles war gut. Am nächsten Morgen wachte man in einer fremden Wohnung auf und alles war klasse. Das ist, mir geht's auf die Nerven. Spreewaldlikör mit Gurke, Gin, Zucker, Limettensaft und Minze. Jetzt kann der Abend in Cottbus beginnen. Platz 58. Wir sind auf Erlebnistour rund um den Mellensee. Viel los hier. Auf der alten Bahnstrecke zwischen Zossen und Mellensee fahren Familien Draisine. Eine schöne Art, Natur, Landschaft und Fleming zu genießen. Da sind die also sehr erfinderisch. Und alles, was man woanders nicht machen kann, kann man da machen. Draisine und diese Fahrräder, das sind die auf dem Wasser, ne? Wo man quasi wie so ein Luftkissenboot, nur man muss selber trampeln oder so. Wir probieren es aus. Mit dem Wasserfahrrad über den Mellensee. Umkippen geht nicht. Große Schwimmer halten das Bike stabil. Paddelboot, Kajak, Stand-up-Paddling, das haben wir wahrscheinlich fast alle schon mal gemacht. Und wenn dann noch mal was Neues gibt, so, ja klar, ausprobieren, einfach mal testen. Und es sieht mir nach einer guten Kombi aus von, ich kann mich sportlich ein bisschen betätigen, aber trotzdem irgendwie die Schönheit von, ich bin auch auf dem Wasser genießen. Zur Mühle Salo sind es nur ein paar Kilometer. Die lohnen sich. Die Mühle ist eine einzigartige Konstruktion. Das Interessante an der Mühle ist, dass die erstmal schön auf dem Dorfanger, so in der Mitte steht, ein super süßes Fachwerkhaus eigentlich ist und hat zwei riesige Scheunentore. Die Mühle hat nicht, wie alle anderen Mühlen, ein Windrad mit vier Flügeln. Stattdessen sind sie in die Mühle eingebaut. Der Erbauer setzte auf Zugluft. Viele Jahre stand sie an der Elbe. Das Ganze dreht sich, sehen Sie hier. Ja. Das ist nach Westen ausgerichtet, da kommt Wind drauf. Das andere Tor ist nach Süden ausgerichtet und es steht ein Gebäude davor, das kann nicht funktionieren. Ja, aber es hat mal so funktioniert. Es hat aber so funktioniert, weil der Wind aus dem Elbtal lief genau auf das Tor zu, sodass das funktioniert hat. Dieses Prinzip Mühle hat sich nicht durchgesetzt. Einmal durch Brandenburg. Die Schönheit der Landschaft, die Lebendigkeit der Orte. Platz 57. I see the kids, running on by. Oranienburg lädt zum Picknick. Einmal im Jahr wird der Schlosspark zur großen Picknickwiese. Ein Sommerfest. Leicht, heiter und entspannt. Das ist einfach Weltklasse. Das ist wirklich spitzenmäßig. Also eine tolle Idee und alle Jahre wieder. Das Schöne ist die Gemeinschaft hier, das gemeinschaftliche Essen. Jeder bringt was mit von uns und ja, wir haben einfach Spaß. Es gilt ein Dresscode. Nur wer weiß oder cremefarben trägt, kommt rein. Freunde sind nach Oranienburg gezogen und schwärmen. Für mich ist die Stadt irgendwie immer Sachsenhausen. Und ich weiß, dass ich ihr damit nicht ganz gerecht werde. 1936 lässt die SS am Stadtrand von Oranienburg ein neues KZ bauen. Häftlingsbaracken, Krematoriumsöfen. 388 Hektar Konzentrationslager. Unvorstellbar. Mehrere 10.000 Menschen kommen in Sachsenhausen um. Seinen Schrecken hat der Ort nie verloren. Adrian Erhardt absolviert in der Gedenkstätte ein freiwilliges soziales Jahr. Ich finde es hier eben sehr interessant, über die Geschichte des Ortes zu lernen und dann eben dieses Wissen auch an
Gruppen vermitteln, die hier die Gedenkstätte besuchen, weil es eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte ist und ich es wahnsinnig wichtig halte, dass wir uns als Gesellschaft auch an diese Zeit erinnern und besonders den Opfern des Nationalsozialismus hier gedenken. Es heißt ja nicht umsonst Mahnmal. Denkmal, Mahnmal, erinner dich mal. Man muss die erhalten. Die Generationen, die nachkommen, das wird ja immer mehr verschwimmen, dass die das nicht mehr nachvollziehen können, was passiert ist. Dafür sind diese Orte da und man muss das erhalten. Zurück in der Stadt. Das alte Kaltwalzwerk an der Kremmener Straße ist ein beeindruckendes Industrieensemble. Oranienburg versorgt die DDR mit hochveredelten Stahlbändern. Anfang der 90er Jahre ist das Werk Geschichte. Heute ist das Gelände Ort für Kunst und Kultur. Es gibt Ateliers für Kunsthandwerker, Kultursaal und viel Raum für Ideen. Oranienburgs Kreativstandort. Der Ort hat ja auch sehr viel Geschichte. Ich meine, es war jahrelang der Arbeitsplatz von ganz, ganz, ganz vielen Menschen hier in Oranienburg. Und von denen gibt es natürlich auch noch ganz viele. Das heißt, gerade hier ist es natürlich immer so, dass einfach Leute vorbeikommen, die in bestimmten Räumen gefeiert haben, gearbeitet haben, Hochzeiten gehabt haben und so. Und die natürlich eine ganz, ganz, ganz enge Verbindung zu dem Ort hier haben, auch wenn natürlich ein Großteil nicht mehr existiert. In einem der alten Klinkerbauten treffen wir Malerin Sveta Esser. Das Oranienwerk ist für sie mehr als Atelier, mehr als ein Ort zum Arbeiten. Oranienwerk ist Zusammenleben, sich gegenseitig helfen, eine Gemeinschaft haben. Das schätzt sie sehr. Seit 2017 bin ich in Oranienburg. Wir haben in Israel eine Künstlersiedlung gelebt, das wo nur Künstler dürfen leben. Und wir haben ganz lange hier Atelier gesucht, wo können wir arbeiten. Und dann plötzlich haben wir Oranienwerk entdeckt und das war einfach perfekt. Am Anfang haben wir ganz kleine Atelier bekommen, aber jetzt haben wir Glück. Ich mag, wenn Orte ihren Sinn nicht verlieren, sondern wiederbelebt werden. Ne? Also wenn die, zwar auch wenn das Walzwerk zugemacht wurde, aber wenn es auch eine neue Idee bekommt, wie man daraus wieder was machen kann und junges Leben einzieht. Und ja, doch, liebe ich. Also wenn das gelingt, ist ja nicht leicht, aber da hat Brandenburg ja so einiges im Köcher, sage ich mal. Es ist Mittagszeit. Gleich wird angerichtet. Meisterkoch Christian Haferkorn verpasst den Königsberger Klopsen den letzten Schliff. Prinzipiell sind es ganz klassische Königsberger Klopse. Kalbshack, was quasi ganz normal mariniert wird mit Sardellen, wo auch Kapern drin sind. Bisschen Petersilie ist mit drin, also alles, was so reingehört. Wir haben ein ganz klassisches Kartoffelpüree, wo aber so ein Tick rote Beete mit bei ist, weil die findet sich ja als Gemüse wieder oder als kalt marinierter Salat mit gelber Beete und mit roter Beete. An sich ist es ein ganz klassisches Gericht, ein bisschen schöner auf den Teller gebracht. Klassische Gerichte neu interpretiert. Mit frischen Ideen will Christian Haferkorn im Oranienwerk überraschen. Wir wollen noch zum Lenitzsee. Der Lenitzsee ist der Haussee der Oranienburger. Immer noch ein kleiner Geheimtipp. Schöne Wiese für Picknicks, ideal für Spaziergänge, sauberes Wasser, ein wunderbarer Ort zum Ausspannen. Das ist ja total nah an Berlin dran, aber du hast trotzdem schon das Gefühl, du bist richtig weit weg. Das ist ein sehr ruhiger See, noch nicht so überlaufen, würde ich mal sagen. Sie wollen jetzt viele hinziehen, aber noch ist schön leer. Am Lenitzsee war ich als Schüler mit der Schulklasse, da haben wir in der 10. Klasse einen Ausflug gemacht und da haben wir am Lenitzsee Camping gemacht. Wir haben da gezeltet. Im Radio lief In the Summertime von Mungo Jerry und wir saßen am Lenitzsee und es gab die ersten zärtlichen Annäherungsversuche, die natürlich gescheitert sind, weil alle anderen dabei waren. Aber das ist für mich der Lenitzsee. In the Summertime, when the weather is high. Einmal durch Brandenburg. 100 schöne, spannende und außergewöhnliche Orte. Platz 56. Unterwegs mit der 88, mit der Landstraßenbahn. Eine schöne Strecke. Und das ist natürlich dann auch halt was Besonderes, dass wir nicht so diese Straßenbahn haben in dem Stadtbild, sondern dann halt eher in der ländlichen Gegend. Total nett. Am Betriebsbahnhof sind wir verabredet mit Daniela Weber.
Sie zeigt uns erst einmal ihre Lieblingsbahn. Die blaue, die 48. Also ja doch Lieblings, weil das ist ja schon viel Nostalgie. Das ist wirklich das Erste, worauf wir Fahrschule machen. Und sehr, sehr, sehr intensiv. Nicht mehr, weil die jetzt nicht auf die Straße kommen, weil die keine tiefer gelegten, also man kommt nicht mit Rollstuhl, Kinderwagen und Fahrrädern rein. Deshalb ist es jetzt nicht mehr erlaubt, aber mit der haben wir immer zuerst Fahrschule gemacht. Und intensivst. Ich habe doch da lange Zeit gewohnt und habe nach Schöneiche mein Auto in die Werkstatt gebracht und bin mit der Straßenbahn zurückgefahren, mit der 88. Ja, so eine richtig alte Bahn. Also egal, wie die Straßenbahnen sich die modernen entwickelt haben, die juckelt da durch den Wald. Das ist echt eine kleine Abenteuerfahrt. Jetzt ist Schichtbeginn. Seit gut einem Jahr fährt sie Straßenbahn. Hallo. Genau. Schönen Feierabend. Danke. Bis dann. Ihr großer Traum. Für viele ist die 88 die schönste Straßenbahnlinie in Berlin und Brandenburg. Vorbei an viel Grün. An sehr viel Grün. Das hier ist so wie drinnen und draußen gleichzeitig. Ich bin draußen, weil ich alles sehe, großräumig, aber ich bin geschützt drinnen. Ob jetzt da die dunklen Wolken kommen oder nicht. Ne? So meet again. 14 Kilometer fährt die 88 von Berlin-Friedrichshagen über Schöneiche bis nach Rüdersdorf. Die meisten Fahrgäste kennt Daniela Weber inzwischen persönlich. Ich habe sogar meine eigenen kleinen Geschichten. Ein ganz altes Haus, es ist so versteckt, es sieht aus wie ein Märchenhaus in Russland. Und dann habe ich irgendwann mal da einen alten Mann raushumpeln sehen. Und einfach nur, weil ich dieses Zusammenspiel so cool fand, habe ich den immer gegrüßt. Und irgendwann war er mal hier drinne und dann haben wir das erste Mal gesprochen miteinander. Und jetzt ist das Grüßen, hat das eine andere Bedeutung. Also es sind richtig familiäre kleine Sachen. Über 1 Million Menschen fahren im Jahr mit der 88. Heute ganz modern mit einer Niederflurstraßenbahn Typ Transtech Arctic aus Helsinki. Platz 55. Wir haben Lust auf Eis. Sie auch? Wo gibt es die beste Eisdiele im Land? Da muss ich kurz überlegen, weil es so viele Orte gibt in Brandenburg, wo man leckeres Eis bekommt. Wahrscheinlich werden wir das Geheimnis nicht ganz lüften. Das Leben ist zu kurz, um alle guten Eisdielen Brandenburgs auszuprobieren. Das schöne italienische Wetter. Buongiorno ist bei uns in Brandenburg endlich angekommen. Il bel tempo italiano è arrivato a Brandenburgo. Wir machen heute italienisches Eis und wir lernen dabei ein wenig Italienisch. Kommen Sie mit? In der Gelateria in der Altstadt von Werder wird jeden Tag frisches Eis produziert. Spaghetti-Eis, Pistazien-Eis, Popcorn-Eis, salziges Karamell, Pinguin-Himmelblau. An manchen Tagen kann man sich wirklich nicht entscheiden. Lecker. Wie viele Eisdielen es im Land gibt? Wir wissen es nicht genau. Schmecken soll es an vielen Orten. Wir sind in Oderberg. Vor der Kaffeestube ist einiges los. Wir schauen natürlich mal rein. Die Kaffeestube ist eine Institution in Oderberg. Seit den 50ern gibt es das Haus. Das Oderberger Eis zwar noch nicht ganz so lange, aber fast. Familie Rütz führt die Eistradition heute fort. Die großen Eisbecher mit den vielen Früchten und der Sahne sind die Renner. Aber nicht nur die. Und wunderbarer Kuchen. Hier können wir uns bloß immer nicht entscheiden, nehmen wir Eis oder Kuchen. Weil beides sehr lecker ist. Also ich mag Schweden-Eisbecher, so schön mit so einem Eierlikörchen. Und Bananensplit finde ich auch tatsächlich. Diese Kombi Schoko-Banane, das ist auch so meins. Es kommt auf die Temperatur an, welches Eis ich esse. Zitroneneis, wenn es richtig heiß ist. Und sowas wie Cookies oder Vanille, wenn es so ein bisschen kälter ist, so bis 25 Grad. Und danach immer was Fruchtiges. Oderberger Eis ist weit über die Region hinaus bekannt. Die Oderberger Torten haben gut aufgeholt. Stachelbeer-Baiser-Torte gibt's schon seit Jahren und mein absoluter Renner. Ich bin nicht so der Eisfan, eher Torte. Eis von mir selber haben wir im letzten Jahr übernommen, den Oderberger Eisfritzen, wird auch hier im Ort gemacht. Und die Torten mache ich und die Krippen.
sagen. Das eine mein Mann, das andere ich. Familie Rütz macht nicht viel Aufhebens um sich. Um das Eis, um die Torten. Schmecken soll es. Und das tut es. Platz 54. Viele Kunstgießereien gibt es nicht mehr in Deutschland. Hier in Lauchhammer steht die älteste. Metallgießen ist so ein bisschen Magie. Weil man normalerweise bei Handwerk ja so den Eindruck hat, man hat da ein Werkstück und kann Stück für Stück abarbeiten, wegdengeln und klopfen und irgendwann ist es schön. Aber bei Metallgießen hat man ja nur eine Chance. In der alten Halle sieht es aus, als sei die Zeit stehen geblieben. Und es ist harte Arbeit, was die Männer abliefern. Aluminiumgießen für Relieftafeln. Also wir haben jetzt aktuell 4 Öfen, die neu sind. Wir können mit diesen Öfen eigentlich ziemlich alles schmelzen. Wir machen das aber so, dass wir erstmal auf Edelstahl, Bronze, Grauguss und Aluminium die Öfen vorbereitet haben. 1,5 Millionen Euro wurden gerade investiert. Großaufträge wie dieser helfen in der schwierigen Zeit. Ich war noch nie in der Werkstatt, aber das muss ja da unheimlich heiß drin sein, weil Eisen schmilzt ja nicht so schnell. Also, da müsste man sich, glaube ich, entweder einen richtig guten Schutzanzug anziehen oder gar nichts. Fast 300 Jahre ist die Kunstgießerei alt. Was wurde hier nicht schon alles geformt und gegossen? Glocken, Reliefs, Skulpturen, sozialistische Auftragswerke. Pathos gehört immer dazu. Viele Plastiken haben hier ihren metallenen Ursprung. Kaum eine größere Stadt, in der die Lauchhammerwerker nicht ihre Handschrift hinterlassen. Zurzeit ist das Thälmann-Denkmal für Berlin in Arbeit. 270 Teile müssen gegossen, geschweißt, ziseliert werden. Erfahrungen für solch einen großen Bronzeguss hatte man in Moskau und Leningrad gesammelt. Das Thälmann-Denkmal soll übergeben werden zum 100. Geburtstag des Arbeiterführers im April 86. Es gibt kaum eine Stadt in Deutschland, in der nicht Lauchhammergüsse zu finden sind. Mehr als 1000 Denkmäler stehen in aller Welt. Im Museum neben der Werkstatt können Besucher auf Zeitreise gehen. Der historische Modellfundus ist einmalig. Eines der prominentesten Stücke, das riesige Luther-Modell für die Stadt Worms. 1838, dann wurde der Bronzeguss eingeführt. Und das war im Grunde so ein bisschen der Startschuss für den internationalen Aufträge, die nach Lauchhammer kamen. Sie sehen hier den Suarez, den Bischof Suarez, der steht zum Beispiel in Quito in Ecuador. Es wurde auch geliefert nach Washington D.C. Es sind viele Sachen, die in den USA aufgestellt sind. In Brasilien gibt es einige Werke aus Lauchhammer. Das Museum bietet Interessenten Führungen an. Über Jahrhunderte ist die Gießerei berühmt für ihren Glockenguss. 800 Glocken entstanden hier. Inzwischen ist der Glockenguss eingestellt. Kommunen sind heute die wichtigsten Auftraggeber. Die Gießerei richtet sich neu aus. Ja, es ist natürlich ein Fluch und Segen und es ist eine große Verantwortung, auch diese große Geschichte auch weiter treiben zu können und zu dürfen. 100 Mal Brandenburg. Was das Land ausmacht, was es zusammenhält. Unsere Reise geht weiter. Platz 53. Wir sind an der Oder. Es ist früh am Morgen. Der Fährbetrieb hat gerade begonnen. Wie immer wird auch heute Kapitän Jacek Losowski Reisende im Stundentakt von einem Land ins andere bringen. Die Schaufelradfähre Beskrans ohne Grenze verbindet Güstebisa-Lose auf deutscher und Gostowice auf polnischer Seite. Mein Name ist Jacek Losowski. Ich bin der Kapitän der Fähre und ich arbeite hier seit 2 Jahren. Klar, super interessant. Kleine Ding, da passen ja glaube ich nur 4 oder 5 Autos rauf, ein paar Fahrräder oder so. Ist schon super gut. Und dann er kommt ja auch, wenn du winkst, und dann kommt er rübergefahren, holt dich ab. Weil wenn nicht immer einer fährt oder irgendwie, dann wartet er halt auf ein Handzeichen oder dass du hupst und dann kommt der rüber und holt dich. Ja, das ist halt, aber es ist halt wasserstandsabhängig. Bei Hoch- oder Niedrigwasser oder bei starkem Wind fährt die Fähre nicht. Ansonsten sind es nur ein paar Minuten von einer zur anderen Seite. Die Beskrans ist vielleicht der schönste Weg, um das Nachbarland zu besuchen. Gostowice hat eine kleine Kirche und ein Geschichtsmuseum. Einen wunderbaren Blick auf die Oder hat man vom Aussichtspunkt auf dem kleinen Hügel.
Gut, dass es die Fähre gibt. Sie ist durch die Bemühungen der polnischen und deutschen Seite seit 2007 wieder in Betrieb. Doch man kann auch sagen, dass es diese Fähre auf der Oder schon immer gab. Auf jeden Fall schon seit dem 19. Jahrhundert und bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Durch sie konnten und können die Menschen ihre Arbeitswege verkürzen und schnell auf die andere Seite der Oder gelangen. An schönen Wochenenden kommen die Ausflügler. Die Oderlandschaft ist beliebt bei Radtouristen und Wanderern. Das muss man ja auch sich immer vergegenwärtigen, ja, dass nur wenige Kilometer von hier sind wir bei unserem östlichen Nachbarn Polen. Und es lohnt sich definitiv, die Grenze mal zu überschreiten. Und nicht nur, um auf dem Polenmarkt einkaufen zu gehen und tanken zu gehen und Zigaretten zu besorgen oder so. Einen Sommer lang waren wir im Land unterwegs. Einmal durch Brandenburg. Platz 52. Wir sind in der Waldsiedlung Wandlitz. 30 Jahre ist dieser Ort tabu für Besucher. Auf keiner offiziellen Karte ist er verzeichnet. Heute erinnern Tafeln an die Geschichte des Ortes. Die Waldsiedlung ist die Wohnanlage der Spitzenfunktionäre. Abgeschirmt von der Außenwelt leben hier die Genossen des Politbüros und ihre Familien. Wenn man von der anderen Seite der Mauer geguckt hat, hat man sich immer wunderbar vorgestellt, was dahinter ist. Wenn man es dann mal abklappert oder auch mal sieht, es war schon ein wirklich ziemlich eingezäuntes Leben in jeder Hinsicht. Was aus der geheimnisvollen Waldsiedlung nach außen dringt, sind Gerüchte von Luxus, goldenen Wasserhähnen und Sonderversorgung mit Lebensmitteln. Guten Tag. Wir sind eingeladen und wenn die Informationen stimmen, dann steht jetzt vor dem schmiedeeisernen Kunstgewerbetor ein handverlesenes Trüppchen DDR-Journalisten zu einer offiziellen Führung durch die Waldsiedlung. Zwei Wochen nach Mauerfall dürfen im November 1989 erstmals Reporter in die Siedlung. Zum ersten Mal bekommt die Öffentlichkeit Bilder aus dem streng bewachten Komplex zu sehen. Wasser 28 Grad, Luft 29 Grad, die Anzeige, alles wunderbar intakt. Und wenn der Kameramann nachher einen Schritt weiter geht, dann werden wir auch noch die Handtücher sehen, die da hängen. Also offensichtlich ist die Geschichte noch im Betrieb, aber vielleicht bald jetzt hier der Hausmeister. Schwimmbad mit Sauna, Solarbank, Einbauküche. Die Bilder gehen durch die Republik. War ich noch nie. Komischerweise, obwohl ich es in tausenden Dokus schon gesehen habe, die goldenen Wasserhähne und die grünen hässlichen Fliesen, wenn man sie heute sieht, denkt man, boah. Aber damals fanden die es alle toll. Im Januar 1990 müssen auch die letzten Funktionäre die Anlage verlassen. Die Bevölkerung kommt jetzt nach Wandlitz. Schauen, wie die Genossen gelebt haben. Schwimmhalle, Clubhaus, Kino. Doch vor allem die Sonderverkaufsstelle mit Westprodukten sorgt für Empörung. Alles, was ich jetzt so im Nachhinein noch darüber lese oder höre, finde ich halt immer spannend, weil es irgendwie ja zu meiner Geschichte, auch persönlichen irgendwie Familiengeschichte und so weiter, eben gehört. Die Waldsiedlung Wandlitz steht heute unter Denkmalschutz. Auf dem Areal gibt es eine Reha-Klinik und Seniorenresidenzen. Besucher können das Gelände erkunden. 100 Mal Brandenburg. 100 spannende und außergewöhnliche Orte. Wir sind in Schönermark, Platz 51. Ein bisschen Idylle pur. Wir sind auf dem Hof der Familie Mantik. Andrea, ihr Mann und ganz viele Tiere. Ihre große Leidenschaft gehört den Eseln. Sehr schön, prima immer. Also meine Tiere arbeiten alle. Die ziehen die Kutsche, entweder allein, zu zweit oder auch zu dritt. Die Tiere ziehen alle die Schleppe, die eggen die Wiese ab. Und was wir jetzt auch schon gemacht haben, in diesem Jahr Kartoffel hochflügen. Bevor die was Unüberlegtes machen, bleiben die halt immer stehen und überlegen.
Und dadurch ist die Arbeit nicht so gefährlich wie mit Pferden. Ne? Also der Fluchtinstinkt ist ja nicht so ausgebildet. Und die gehen unheimlich gern arbeiten. Jetzt haben wir so ein bisschen Bohnenkraut und Kartoffelkraut. Wir entsorgen so ein bisschen das Dorf. Wir sind die E-Klasse. Die brauchen viel Beschäftigung. Tatsächlich. Also wenn man Esel hat, muss man sich wirklich um die kümmern. Man muss mit denen was tun, man muss sie bewegen, man muss sie aber auch, das klingt jetzt komisch, aber geistig in Bewegung halten. Und steh immer. Prima. So ist fein. Eselwanderungen gibt es schon länger in Brandenburg, doch derzeit erleben sie einen regelrechten Boom. Die Zeiten sind stressig. 2011 ist Comedian Michael Kessler einer der ersten, der mit einem Esel durch Brandenburg zieht. Völlige Entspannung. Elias und er sind ein gutes Team. Nur manchmal will Elias nicht so, wie Michael will. Also, los geht's. Na komm. Na komm. Komm. Du willst nicht. Okay, du willst nicht. Und warum? Du willst einfach hier stehen bleiben. Oder wie? Ja, da bleibst du lieber stehen. Du hast das Gefühl, du führst den Esel. In Wahrheit ist es so, dass der Esel die Strecke kennt und du mitläufst. Aber es ist egal, alle sind glücklich und so soll es sein. Andrea Mantik macht die Esel fertig fürs IA-Trekking. Vier kleine Esel und zwei Maultiere leben auf dem Hof. Jetzt sind die Gäste da. Die Touren sind unterschiedlich lang. Von wenigen Stunden bis mehreren Tagen ist alles möglich. Heute wird es eine kleine Runde ums Dorf. Es ist sehr beruhigend, weil unser einer muss immer schnell laufen, sondern man lässt sich einfach mit der Kleinen jetzt treiben. Ne, und da sieht man schon, die Esel haben keine Sorge mit den Autos, das kennen die alle. Die sind da sehr entspannt. Einmal durch Brandenburg. Wir haben Halbzeit. Schön war es ja überall bisher auf unserer Tour, aber so entspannt war es nirgends. Für mich ist mit einer der schönsten Momente, wenn ich sehe, dass die Leute so im Fluss sind. Die gehen jetzt los, ne, und sind sehr entspannt mit den Eseln unterwegs und kommen einfach so runter. Ich habe manchmal Leute, die haben die Idee, irgendwie 20 Kilometer laufen zu müssen, wo ich sage, darum geht's gar nicht. Es geht einfach, sich auf den Weg zu machen. Darum geht's. Deshalb sage ich immer, auf den Bauch hören, nicht auf die Uhr gucken, nicht aufs Handy, einfach auf seinen Esel, weil der übernimmt die Führung jetzt. Ich liebe Esel und die sind vor allen Dingen verkannt. Vielleicht liebe ich sie auch deshalb. Esel sind ja nicht blöd oder stur oder so, überhaupt nicht. Also Esel sind die Schlaueren, dann muss ich da mal hin. Und so eine kleine Tour machen vielleicht. Mit denen ein bisschen singen vielleicht auch, ja. Es gibt sehr, sehr viel zu entdecken, was man jetzt erstmal gar nicht so ahnt. Weil du denkst so, Brandenburg, Streusandbüchse, paar alte Herrenhäuser, fertig. Oh nein, viel, viel mehr, viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Nächste Woche bei 100 Mal Brandenburg. Boxlegende Axel Schulz nimmt uns mit an die Oderhänge. Hier bin ich früher immer hochgejoggt. Dahin geht's schneller. Ein Besuch in seiner Heimat. Wir fahren zum Senftenberger See. Genau 50 Jahre ist er alt. Ein toller Ort für ein schönes Wochenende. Wir haben als Kinder gebadet, geangelt, dass wir die Chancen bekommen, hier mit dem Boot über mehrere Seen zu fahren. Da hätten wir nicht mal im Traum dran gedacht. In Potsdam gibt's gute Küche. Wir probieren. Also Brandenburg hat viel zu bieten. Es gibt hier viele leckere Sachen und so möchte ich halt in Brandenburg Brandenburger Küche essen und die dann dementsprechend auch kochen und die Produkte verwenden, die es dann hier halt frisch gibt. Einmal durch Brandenburg. Nächste Woche geht unsere Reise weiter.